ist die Kritik doch dicht, sperrig, stilistisch schwerfällig und sie wimmelt von komplizierten Satzgefügen, die allenfalls noch bei den Liebhabern der alten Sprachen Begeisterung hervorrufen. Kurzum, die Lektüre stellt höchste Anforderungen an die Konzentration und das Verständnis des Lesers. Angesichts dieser Herausforderungen ist man gut beraten, sich schon bei dem Versuch der Lektüre der Unterstützung durch einen ausgewiesenen Kant-Kenner zu versichern. Einen solchen haben wir heute Abend eingeladen. Es ist Professor Dietmar Heidemann, den ich ganz herzlich als Person hier und heute begrüßen darf. Ich mache ein paar biografische Angaben zur Vorstellung seiner Person. Philosophie, Geschichte und politische Wissenschaft hat Herr Heidemann in Köln und Edinburgh studiert. Promoviert wurde er 1997 in Köln mit einer Kant-Studie. Von 1997 bis 2005 war Herr Heidemann wissenschaftlicher Assistent am Philosophischen Seminar der hiesigen Universität und auch die Habilitation erfolgte in Köln im Jahr 2004. Die Stationen seiner weiteren akademischen Karriere sind 2006 bis 2008 Professor für Philosophie an der Hofstra University in New York. Seit 2009 ist Professor Heidemann Professor für Philosophie an der Universität Luxemburg. Das zentrale Feld seiner Forschung ist der deutsche Idealismus mit den beiden Eckpfeilern Kant und Hegel. Seit 2012 ist der Heidemann Mitglied der Kant-Kommission der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die nichts weniger als eine Neuedition aller Schriften Kants in Arbeit hat. Und hier fungiert er seit 2014 als Herausgeber des wichtigsten Kant-Textes der Kritik der reinen Vernunft. Insofern ist es eigentlich nur folgerichtig, dass Herr Heidemann seit 2019 auch erster Vorsitzender der Kant-Gesellschaft ist. Sie haben im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen. Das geht auch über Mikrofon oder per Chat. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Heidemann. Ich bin gleich weg. Auch an, ich sage es nochmal, ja, also herzlichen Dank, Herr Neugebauer, für die freundliche Einführung und auch die Einladung. Das Gleiche gilt in Richtung von Frau Buchholz. Ich freue mich, hier zu sein in Köln, nicht nur, weil ich eine erhebliche Zeit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit in Köln verbracht habe, sondern weil ich mich auch weiterhin verbunden fühle mit der Stadt. Frau Buchholz, vielleicht könnten Sie direkt die Präsentation starten. Das ist nämlich das, was ich vorbereitet habe heute. Nicht nur, weil es ja mittlerweile ja Standard ist, dass man PowerPoints macht, sondern weil es tatsächlich auch, wie Herr Neugebauer schon angedeutet hat, natürlich ein fast unmögliches Unterfangen ist, irgendwie die Kritik der reinen Vernunft innerhalb von 90 Minuten respektive in Vortragslänge einem nicht wissenschaftlichen Publikum näher zu bringen. Aber ich hoffe, es ist mir gelungen in der Auswahl dessen, was ich Ihnen jetzt präsentieren werde. Also es geht mir darum, Ihnen wirklich ein Verständnis zu vermitteln,
der Grundfragen der Kritik der reinen Vernunft, weniger in die Einzelheiten zu gehen, natürlich nicht in die extrem, wirklich extrem anspruchsvollen Beweise, die Kant vorlegt, sondern wirklich tatsächlich eher das Grundverständnis dessen, was Kant bewegt hat. Vorweg, ja, ich kann das in dieser Form sozusagen weiterführen, was Herr Neugebauer angedeutet hat. Das ist ein Jahrtausendwerk, Kant ist nicht nur eine Jahrtausenderscheinung, sondern die Kritik der reinen Vernunft, ich muss das natürlich entsprechend jetzt sozusagen belobigen und verkaufen muss ich es nicht, ich glaube, es verkauft sich von selbst, aber die Kritik der reinen Vernunft ist tatsächlich auch ein Jahrtausendwerk, vielleicht auch darüber hinaus sicherlich, so würde ich sagen, das bedeutendste philosophische Werk der Neuzeit. Es steht sicherlich, ich selbst aufgrund meiner ganz privaten, persönlichen, subjektiven Präferenzen würde sagen, das bedeutendste philosophische Werk überhaupt, aber da würde ich mich jetzt mit Kollegen anlegen, die das anders sehen. Hegelianer würden schon sagen, nein, das ist nicht richtig, es gibt viel bedeutendere philosophische Werke, Wissenschaft der Logik Hegels, aber sicherlich steht es in einer Reihe mit Platons Politeia, also Platons Staat, Aristoteles Metaphysik und anderen Werken dieses Kalibers. Vielleicht gibt es gar nicht mehr so viele. Es ist auf jeden Fall ein bedeutendes philosophisches Werk, das nicht nur Kleist, Klammer auf, er hat es fehlgedeutet und das war sein Unglück, würde ich jetzt einfach so offensiv sagen. Dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber jemand, der sich auch getroffen fühlte davon, ist derjenige, der das gesagt hat. Ne? Was wir hier vor uns haben, die Kritik der reinen Vernunft, 1781 erschienen, ist eine Katastrophe. Das ist der alles zermalmende Kant und das hat gesagt, das wissen Sie vielleicht, der seinerzeit bedeutendste und angesehenste Philosoph, Moses Mendelssohn und Literat, Hauptvertreter der Berliner Aufklärung, der genau das gesagt hat im Vorbericht seiner Morgenstunden 1785, also 4 Jahre später. Schon zuvor hatte Kant die Kritik der reinen Vernunft an Mendelssohn geschickt, in der Erwartung, da er ihn verehrte, sogar einmal in Königsberg mit ihm zusammentraf, also in der Erwartung, dass er die entsprechend positive, belobigende Reaktion erhält. Er war erschüttert, ne? Er war zutiefst erschüttert von der Ablehnung der Kritik der reinen Vernunft seitens Mendelssohn. Vielleicht ganz kurz, es soll zwar um die Kritik der reinen Vernunft gehen, primär hier heute, klar, aber ein bisschen biografische Hinführung ist vielleicht nicht ganz schlecht. Hier soll sich hier um ein Porträt handeln, übrigens Kants, die meisten, die man so kennt, sind ja nicht authentisch, sondern stammen aus viel späterer Zeit, aber das soll eines sein, das eben offenbar sehen, um die 50 Jahre alten Kant zeigt, so wie er offenbar authentisch war. Also etwas Biografisches sozusagen zur Hinführung, auch zur Kontextualisierung. Kant, klar, Königsberg geboren 1724. Sie wissen alle, das ist weithin kolportiert, er hat Königsberg und die nähere Umgebung nie verlassen. Das scheint richtig zu sein. Er studiert dann in Königsberg Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften, wird dann, oder ihn ereilt das Schicksal im Grunde, dass viele andere Philosophen oder Absolventen der Philosophie und auch anderer Disziplinen ereilt hat. Er wird Hauslehrer, was eine ziemlich unangenehme Existenz war. In seinem Fall muss man das vielleicht ein bisschen einschränken. Was wichtig ist, er wird 1766 Hilfsbibliothekar. Schon zu dieser Zeit hoffte er auf eine feste Stelle an der Universität Königsberg, also eine Professur, die er aber aus unterschiedlichen Gründen mehrfach nicht erhalten hat. Er wurde nicht berücksichtigt, aber er wurde Hilfsbibliothekar in der Schlossbibliothek in Königsberg, was ihm also Zugang verschaffte zu philosophischer Literatur insbesondere und darüber hinaus. Das sollte sich als wichtig erweisen später. 1769 dann, das Jahr der sogenannten kritischen Wende, das ist eine Marke, die man, wenn man sich mit Kant befasst, im Auge haben muss, weil sich seine philosophischen Ansichten um 1769 radikal ändern. Er bewegt sich von seiner sogenannten vorkritischen Philosophie, die eher dogmatische, klassische
Positionen, denken Sie an Leibniz und andere, Wolf, die führenden Köpfe dieser Zeit und etwas früher, daran orientiert hatte, obwohl man nicht sagen kann, dass er Leibnizianer war oder Wolfianer oder sowas, überhaupt nicht, aber er gehörte eher in den Kreis dieser Philosophen vielleicht, kann man das so sagen. 1769 ändert er aus unterschiedlichen Gründen seine philosophischen Grundauffassungen, wird dann 1770 tatsächlich Professor für Philosophie und also Metaphysik und Logik in Königsberg und dann schreibt er erstmal für ungefähr 11 Jahre nichts beziehungsweise kaum etwas, bis dann 1781, und darum soll es ja gehen heute, die Kritik der reinen Vernunft erscheint. Das ist das berühmt-berüchtigte stille Jahrzehnt, ja, plus eins, müsste man eigentlich sagen. Heute kaum mehr möglich, ne, das kann sich ein Professor an keiner Universität der Welt mehr leisten, 10 Jahre oder sowas nichts zu schreiben. Ne, weil man in Deutschland, gut, wenn man Beamter ist, das ist was anderes, aber im Ausland, in den USA, ist man nicht Beamter und dann haben sie ein Problem, ne, dann kriegen sie Ärger. Aber Kant konnte sich das leisten. Sie sehen ja, was das Resultat ist, das bedeutendste philosophische Werk der Neuzeit. Oder vielleicht sogar darüber hinaus. 1781, also die Kritik der reinen Vernunft. Ich will die beiden anderen Kritiken, das ist eben so ein Triumvirat, kann man fast sagen, nicht außen vor lassen, sie wenigstens erwähnen. 1788 dann die Kritik der praktischen Vernunft, kategorischer Imperativ als Stichwort. Und dann 1790 die Kritik der Urteilskraft, Ästhetik und Teleologie. Kant beendigt seine Vorlesungstätigkeit 1796 und verstirbt 1804 in Königsberg. Also, es soll gehen um die Kritik der reinen Vernunft, erschienen 1781. Es ist, glaube ich, wirklich nicht unwichtig, sich so ein bisschen klarzumachen, in was für einer intellektuellen, politischen und vielleicht auch kulturellen Atmosphäre das Werk, vielleicht nicht, aber sagen wir, Kant dieses Werk verfasst hat. Also so ein paar Bemerkungen vielleicht tatsächlich zu Königsberg und Preußen. Was Sie hier sehen, ist ein Stich der sogenannten Albertiner der Universität Königsberg. Die eine Gründung war 1544 von Albrecht von Brandenburg, die erste protestantische Universität in Preußen neben Halle und, ich glaube, Halberstadt. 1701 wird Friedrich der Erste König in Preußen, nicht von Preußen, sondern in Preußen. Preußen wird Königreich, wird eine aufstrebende politische Macht, ein Faktor, und nachher würde man sagen Großmacht. 1713 dann, das ist schon wichtiger jetzt, bis 1740 Friedrich Wilhelm der Erste, das ist der Soldatenkönig, ja, der ein ausgeprägtes Interesse hatte eben an im Militär aus unterschiedlichen Gründen. Wichtig war für Kant insofern, nicht weil er Soldatenkönig war und offenbar sein Tapperkabinett, wie man ja weiß, wichtig war, weil viele politische Entscheidungen getroffen wurden. Auch vielleicht, weil er 1717 ja die allgemeine Schulpflicht einführte, die es zum Teil schon gab in Preußen, ne? Aber vor allen Dingen auch, weil dies die Zeit war der Auseinandersetzung zwischen Luthertum und Pietismus, also Pietismus, die lutherische Reformbewegung, die gegen eher klassische und als veraltet angesehene lutherische Auffassungen sozusagen eine Erneuerungsbewegung als Frömmigkeitsbewegung darstellen sollte. Was deswegen wichtig ist, weil es Auseinandersetzungen gab an den Universitäten in Preußen um den Pietismus bzw. um das Übergewicht des Pietismus. Wenn Sie einfach denken an die Universität Halle, fränkische Stiftungen, ja, die pietistische Universität in Preußen, die versucht haben, dann eben auch Königsberg für sich einzunehmen. Und das hatte für Kant eine ganz erhebliche Bedeutung, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber das ist etwas, das man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Dann natürlich der Sohn des alten Soldatenkönigs Friedrich
Der große 1740 bis 1786, und Sie sehen schon, dass genau in diese Zeit die Veröffentlichung der Kritik der reinen Vernunft fällt, nicht ohne Grund, mag man denken, klar, der aufgeklärte Friedrich, der Große, der vielleicht nicht so aufgeklärt war, wie man gemeinhin meint, weil er natürlich auch Entscheidungen getroffen hat, die weniger in die Aufklärung hineinpassen. Das ist deswegen wichtig, weil in dieser Zeit der Freiherr von Zedlitz Minister war, zuständig war für das Schulwesen unter anderem und das kirchliche Departement. Dem Kant die Kritik der reinen Vernunft 1781 widmet. Ja? Und dieser, ich glaube, das kann man sagen, dieser Freiherr von Zedlitz als Minister wäre nicht möglich gewesen, unter einem anderen sicherlich nicht möglich gewesen, unter dem Vater von Friedrich dem Großen, also Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig. Also das ist eine wichtige Erscheinung. Warum? Sehen Sie daran, dass nach dem Tode Friedrich des Großen, eben unter Friedrich Wilhelm II., ne, ab 1786, nicht mehr Zedlitz die politische Verantwortung hatte für das Schulwesen und auch für die Universitäten, sondern jemand, der Reaktion sozusagen angehörte, nämlich Wöllner, Minister Wöllner, der dieses berühmt-berüchtigte Religionsedikt erlassen hat, das eben für Kant aufgrund der Publikation seiner Religionsschrift, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, dann wirklich bedrohlich wurde. Ne? Man drohte ihn an Leib und Leben. Das können Sie nachlesen in den Briefen, die er erhalten hat. Alles hochinteressant, aber man sieht eben, dass sich sozusagen eine atmosphärische Veränderung hier vollzieht, die eben bedeutete, dass Preußen bzw. die politischen Entscheidungsträger der Aufklärung nicht mehr so positiv gegenüberstanden, wie das noch unter Friedrich dem Großen und eben dem Zedlitz der Fall war. Der Vollständigkeit, Vollständigkeit sollte ich nicht sagen, aber der Bedeutung halber nenne ich 1794 noch das allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten. Da können Sie einfach sehen, das ist also eine starke Reformbewegung und innere Entwicklung im Bereich der Verwaltung insbesondere im Gang war und auch dann umgesetzt wurde. Und 1797, und damit höre ich dann sozusagen mit den historischen Bezügen, den allgemeinen historischen Bezügen auf, Friedrich Wilhelm III. Darum geht es in diesem, wenn Sie so wollen, politischen, akademischen, kulturellen, religiösen auch Umfeld entsteht die Kritik der reinen Vernunft, wird veröffentlicht 1781. Zur Entstehungsgeschichte dieses Werkes innerhalb dieses stillen Jahrzehnts kann man einiges sagen, aber nicht sehr viel gesichert. Das ist erstaunlich, aber man weiß im Grunde nicht so ganz genau, wie sie letztendlich sich in welchen Phasen entwickelt hat. Vieles beruht auf Rekonstruktion. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es so gut wie keine Autographen mehr gibt. Ne? Also es gibt keine Manuskripte oder sowas, anhand deren man vielleicht irgendwie rekonstruieren könnte, wie Kant die Kritik der reinen Vernunft verfasst hat. Ich unterlasse es jetzt, Sie verwirren fast, müsste ich sagen, mit den unterschiedlichen Hypothesen, die da diskutiert werden, sondern würde eben lieber, nachdem ich nochmal hingewiesen habe darauf, dass das Werk erschienen ist in Riga, ja, bei dem seinerzeit sehr bekannten Verleger Hartknoch, ne, 1781. So sieht das aus, das ist das, womit wir arbeiten auch, das ist der Originaldruck eben, ne, in der Edition, weil wir nichts anderes haben. Sie mögen sagen, ja, aber hat das eine Bedeutung? Ja, das hat schon durchaus eine Bedeutung, weil man ja, die Drucke vergleichen, durchaus schon vergleichen kann und bestimmte Korrekturen dabei auch vornehmen kann, die gut abgesichert sind. Hier die Widmung an die Exzellenz Freiherr von Zedlitz. Es folgt dann im Anschluss an diese Namensnennung dann noch eine eigene Widmung, ein Text auf etwa 2,5 Seiten, aber auch das klammere ich auf. Aber ich möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen, Kant widmet dieses Werk ganz explizit dem Zedlitz, der eben als aufgeklärter Minister galt. Dem Wöllner hätte er dieses Werk sicherlich nie gewidmet.
Von da aus soll es jetzt zu den Inhalten gehen, ja, die natürlich wichtiger sind als das Umfeld, aber vielleicht ist das Umfeld eben halt auch nicht ganz zu unterschätzen. Also zur Systematik des kantischen Werkes, wie kann man sich dem nähern, dem Inhalt? Vielleicht zunächst mal an ganz lapidar anhand dieser vier bekannten Fragen, von denen Sie vielleicht selbst schon mal gehört haben, in Verbindung mit den kantischen Hauptwerken. Natürlich die erste, die Kritik der reinen Vernunft. Kant sagt, ja, diesem Werk liegt die Frage zugrunde oder die Leitfrage dieses Werkes ist, was kann ich wissen? Dann das zweite Hauptwerk, die zweite Kritik, Kritik der praktischen Vernunft zu Ethik, Moralphilosophie. Da lautet die Frage, was soll ich tun? Und dann gibt es die dritte Kritik, die hier aber nicht vorkommt, weil das nicht passt in gewisser Weise, sondern es ist die Religionsschrift, auf die Kant sich bezieht, beziehungsweise seine Schriften zur Religion, insbesondere eben die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Was darf ich hoffen? Das sind drei Fragen, um die es Kant geht, zentral, die er zu beantworten versucht. Er sagt aber in der Logik und in der Anthropologie später, die eigentliche Frage, um die es mir geht, ist die Frage, was ist der Mensch? Ja, und das soll in gewisser Weise die Synthese aus diesen drei Fragen sein. Also das ist ein Versuch einer ersten Annäherung. Das, worum es uns jetzt hier heute gehen soll, ist die Frage, was kann ich wissen, so wie sie Kant der Kritik der reinen Vernunft zugrunde liegt. Kritik der reinen Vernunft, klar, natürlich stellt jeder sich die Frage, was bedeutet dieser Buchtitel? Und das ist auch zu Recht so, wenn man das analysiert, wenn man nachschaut, sich anschaut am Text, was Kant eigentlich mit dieser Titelgebung verfolgt hat, dann findet man sogar eine relativ gute Auskunft in der Kritik der reinen Vernunft selbst, in der Vorrede zur ersten Auflage. Ich habe Ihnen einfach das mal als Zitat mitgebracht. Da sagt Kant, ja, mein Projekt hier, der Kritik der reinen Vernunft, ist nicht eine Kritik der Bücher und Systeme. Denn den Eindruck könnte man natürlich bekommen zunächst mal. Man sieht diesen Buchtitel Kritik, ja, und denkt, ah, das ist sowas wie kritische Auseinandersetzung mit anderen alternativen Theorien. Das ja auch, ne, das kommt ja auch vor bei Kant, wenn auch nicht gar nicht so explizit. Nein, Kant sagt, es ist eben nicht eine Kritik der Systeme und der Bücher, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt, Kritik der reinen Vernunft, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie unabhängig von aller Erfahrung, das ist jetzt eben wichtig, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der erstens Quellen, zweitens des Umfangs und drittens der Grenzen derselben. Und das auch noch alles aus Prinzipien. Ein langer Satz, hört sich ziemlich kompliziert an, aber das ist das zentral, worum es mir heute insbesondere gehen wird, um die sozusagen Ausgangssituation, nämlich der kantischen Kritik der Metaphysik, der Erkenntnisansprüche der Metaphysik, die sich einfach, also diese Kritik der Metaphysik, die sich wirklich eignet, um das Anliegen der Kritik der reinen Vernunft über ein rein oberflächliches Maß hinaus verständlich zu machen, ohne zu tief in die einzelnen Details, die Sie wahrscheinlich einfach langweilen würden, einsteigen zu müssen. Also, es geht um die Frage, was kann ich wissen, um Kritik der Metaphysik. Und Kant sagt dann genau in diesem Kontext, ja, also die Kritik der reinen Vernunft muss man verstehen als einen Gerichtshof. Ja, das ist nicht untypisch, die Wahl der Worte hier, der Metaphern und auch der Bilder, das finden wir in anderen Kontexten auch bei Kant, dass hier ein bestimmtes juridisches Vokabular verwendet wird, um das Anliegen der Kritik der reinen Vernunft plausibel zu machen. Was meint er damit? Er erläutert das im Grunde anhand folgender impliziter Unterscheidung, nämlich der, dass man Kritik der reinen Vernunft verstehen sollte als erstens
die Kritik mittels oder durch die reine Vernunft, durch das Vernunftvermögen, und wir können zunächst mal sagen, das ist ein Erkenntnisvermögen, selbst also die Vernunft prüft die Erkenntnisansprüche, ja nicht irgendwelche, sondern vor allen Dingen und zentral die der Metaphysik. Ja? Hier ist die Kritik eben das Mittel, mit dem geprüft wird. Aber Kant sagt auch, ja, es handelt sich auch um, dabei auch um eine Kritik als Selbstprüfung des Vernunftvermögens überhaupt. Also Sie sehen eben, es ist die Kritik verstanden als Prüfung von etwas anderem, nämlich der Metaphysik und der Erkenntnisansprüche der Metaphysik, aber auch zugleich die Kritik des Vernunftvermögens selbst, als sozusagen als Selbstprüfung. Was versteht Kant unter Metaphysik? Das ist das, was wir zunächst mal erklären müssen. Ich hatte gesagt, Metaphysikkritik ist zunächst einmal das Hauptanliegen Kants. Ob es das einzige Anliegen ist, das ist, kann man darüber diskutieren, aber das ist sicherlich das zentrale Anliegen, von dem Kant beginnt. Aber was ist Metaphysik nach kantischem Verständnis? Wir haben alle irgendwie vielleicht ein Verständnis, ein Vorverständnis dessen, was Metaphysik ist, irgendetwas, ja, Erkenntnis oder Erkenntnisansprüche im Hinblick auf Übersinnliches, in ganz allgemeinem Sinne. Aber Kant ist da sehr präzise, und das zeichnet Kant in der Kritik der reinen Vernunft auch aus. Wenn Sie den Text so durchgehen würden, werden Sie immer feststellen, dass Kant sich bemüht, die zentralen Begriffe definitorisch zu klären. Da kann man dann drüber streiten, ob das gute Definitionen und Erläuterungen sind, aber er ist immer um diese Klarheit bemüht, ja, wie er selbst sagt, mit logischer Pünktlichkeit zu klären, festzulegen, worüber man spricht. Und das ist auch bei der Metaphysik so. Eine bekannte, viel zitierte Definition oder Erläuterung ist eben, die Metaphysik ist die ganze wahre sowohl als scheinbare philosophische Erkenntnis aus reiner Vernunft im systematischen Zusammenhange. Was hier wichtig ist, ist einfach zu sehen, dass er sagt, die ganze Erkenntnis, aber die philosophische Erkenntnis, aber die kann sowohl wahr als auch scheinbar bzw. falsch sein. Ne? Also Kants Verwendung von Erkenntnis bedeutet nämlich dann nicht zugleich implizit, dass es sich immer um wahre Aussagen handelt. Es gibt auch falsche Erkenntnis bei Kant, ne? Als Erkenntnis. Ja. Dann sagt er, ja, diese Metaphysik, von der ich hier spreche, ist eine, die erhebt Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Ja? Es ist nämlich die Wissenschaft, vorgebliche Wissenschaft von Erkenntnissen, die das Feld aller möglichen Erfahrungen verlassen und über die Sinneswelt hinausgehen. Also es geht um das Übersinnliche, die Erkenntnis von Seele, Welt, Gott. Ne? Also das sind klassische metaphysische Erkenntnisansprüche, wie wir gleich sehen werden. Und hier ist ein weiteres Zitat. Also Erkenntnisse, darum handelt es sich, Erkenntnisse, die den Umfang unserer Urteile über alle Grenzen derselben zu erweitern, den Anschein haben. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, was wir sowieso schon alle wissen, sondern es geht darum, dass wir etwas Neues, etwas erkennen, etwas wissen, ein Wissen erlangen, das wir zuvor nicht hatten. Das passiert uns jeden Tag. Wir gucken ins, was weiß ich, in die Zeitung oder ins Handy oder sonst was. Wir erfahren Neues. Das ist nicht das, was Kant meint. Oder öffnen unsere Augen und nehmen die Welt wahr, wie sie eben ist. Nein, Kant meint spezifisch die Erkenntnisansprüche der Metaphysik, die unabhängig sind von sinnlicher Wahrnehmung. Denn das ist das Problem. Es gibt Philosophen, die behaupten, Erkenntnis erlangen zu können, die unseren Wissensschatz erweitern, unabhängig von Erfahrung. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie soll das möglich sein? Alles, was wir wissen, wissen wir normalerweise aufgrund von sinnlicher Wahrnehmung. Ja, wir erlernen viele Dinge natürlich. Ein Sonderfall ist die Mathematik, klar. Aber das, was wir wissen, wissen wir im Grunde nur aufgrund von sinnlicher Wahrnehmung und der Auseinandersetzung vielleicht damit. Bei der Metaphysik ist das natürlich anders. Die Metaphysik behauptet, Wissensansprüche rechtfertigen zu können, unabhängig von Erfahrung. Und diese Wissensansprüche richten sich auf sozusagen zusätzliches Wissen, das wir bis jetzt nicht hatten. Kant überlegt sich, ob das möglich ist, und Sie können vielleicht schon antizipieren, dass er dem gegenüber sehr kritisch eingestellt ist.
und das für unmöglich hält, zumindest den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Wobei, um hier gleich eine gewisse Einschränkung zu machen, er kein Antimetaphysiker ist. Ja, er sagt eben nicht, die Rede über Gott, unsterbliche Seelen, ist Unsinnspoesie oder sowas. Da gibt es ja auch viele Philosophen, die das heute sagen. Ne? Die sagen, jemand, der solche Sätze aussagt, der gehört ins Krankenhaus. Den muss man irgendwie mit medikamentös irgendwie therapieren. Ganz ernsthaft, ne? Gibt es wirklich. A.J. Ayer, ne, ist so ein klassisches Beispiel. Aber Kant sagt das nicht. Nein, es gibt durchaus eine Berechtigung für metaphysische Gedanken, Ideen, die sich auf Gottfreiheit und Unsterblichkeit insbesondere richten, von denen wir zwar keine wissenschaftliche Erkenntnis erlangen können, aber die durchaus im Sinne einer Endabsicht der Metaphysik, worauf sie sich sozusagen in ihrer als Letztziel richtet, die durchaus Bedeutung haben, nämlich insbesondere im moralisch-praktischen. Dazu komme ich später noch, was das heißt. Ich will jetzt nur schon darauf hinweisen, Kant ist erbarmungsloser Metaphysikkritiker und er würde wirklich sagen, hat es auch gesagt, Platon, Aristoteles, Spinoza, Leibniz, das sind Märchengeschichten. Das kann man wissenschaftlich nicht erinnern. Er sagt, das sind Märchengeschichten, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das sind Romane. Ne? Das ist dieses berühmte Zitat, das er eben zu Leibniz sagt, das ist ein Roman. Hegel hat das später auch gesagt, ja, Leibniz, das ist ein metaphysischer Roman. Das sind Romangeschichten, aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und Kant ist da ganz unmissverständlich und sagt das auch und meint das auch so. Das ist wirklich eine unglaublich radikale Auffassung, die er hier vertritt, 1781, ohne zugleich zu sagen, dass das Unsinn ist. Ja? Das ist kein Unsinn, aber es ist eben im Anspruch auf Wissenschaftlichkeit unhaltbar. Also, wie gerade gesagt, der moralisch-praktische Sinn aber, und das ist da gemeint, des letzten und alleinigen Zwecks, und das ist für Kant das höchste Gut der Metaphysik, das ist ein sinnvolles philosophisches Projektunternehmen im Bereich des Moralischen, ne, aber eben nicht im Bereich der wissenschaftlichen theoretischen Erkenntnis. Also Metaphysik als Wissenschaft, ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Das ist die zentrale Frage, mit der Kant beginnt. Die Antwort kennen Sie bereits, aber das muss man natürlich auch nachweisen. Warum soll das so sein, dass Metaphysik als Wissenschaft nicht möglich ist? Das ist Platon, Aristoteles, das waren geniale Denker, natürlich. Wer wollte das bestreiten? Ja, und viele andere auch, Descartes, Spinoza, die großen Metaphysiker oder Thomas von Aquin, wen auch immer Sie nehmen wollen. Aber Kant ist, das zeichnet ihn als Philosophen in der Kritik der reinen Vernunft insbesondere aus. Er ist nicht jemand, der einfach nur solche Behauptungen aufstellt und vielleicht irgendwelche nebulösen Argumente bringt, sondern ich würde sagen schon jemand, der herausfordert und sagt, das sind meine Argumente, die präsentiere ich euch jetzt. Und wenn ihr meint, dass ich Unrecht habe, dann erwarte ich gerne eure Gegenargumente. Und wenn ihr dazu in der Lage seid, mich zu widerlegen, dann beschäftige ich mich mit anderen Dingen. Das hat er wirklich so zum Beispiel in den Prolegomena explizit so gesagt. Ich warte auf eure Argumente, bringt sie mir und wenn ihr mich widerlegt, dann höre ich auf, dann mache ich was anderes. Nicht mit der Philosophie, sondern dann gebe ich mein System auf. Aber es hat eben in seiner Zeit niemanden gegeben, wirklich, der oder die, meistens der eigentlich, im 18. Jahrhundert dazu in der Lage war, stichhaltige Argumente gegen seine Thesen vorzubringen. Also, der sichere Gang der Wissenschaft. Was ist Wissenschaft? Kant hat dazu einiges zu sagen, aber in der Kritik der reinen Vernunft beginnt er damit, Ideale der Wissenschaft, wenn Sie so wollen, zu zitieren. Die Logik des Aristoteles, das kann man noch sehen, das ist Wissenschaft, ne, das ist gute Philosophie, auch wenn er Aristoteles Metaphysik für falsch hält, würde er auch sagen, ja, daran kann man festhalten. Anderes Beispiel, die Mathematik, das ist auch Wissenschaft. Niemand würde das bestreiten. Ich schon gar nicht, Kant. Dann natürlich Physik und Naturwissenschaft, Galilei, Bacon und andere, die er dann nennt. Das ist Wissenschaft. Daran müssen wir uns orientieren, daran muss sich die Metaphysik orientieren, wenn sie behauptet, Wissenschaft zu sein. Also,
Geht auch die Metaphysik diesen sicheren Gang? Nein, warum nicht? Guckt euch nur die Bücher an der Metaphysiker. Da trefft ihr nämlich auf den Kampfplatz der Metaphysik, sagt Kant. Und ich kann euch zeigen, es gibt so viele verschiedene philosophische Systeme und Beweisansprüche über einen und denselben Gegenstand, der dazu führt, dass es gleich gute Argumente und Beweise für, genauso wie wieder, einen metaphysischen Erkenntnisanspruch gibt. Zum Beispiel, gibt es einen Gott, existiert Gott? Ontologischer Gottesbeweis auf der einen Seite. Dann haben Sie aber genauso die Widerlegungen des ontologischen Gottesbeweises oder der Beweis der Unsterblichkeit der Seele. Dann gibt es gute, überzeugende Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, aber genauso viele dagegen. Und Kant, das ist eine antinomische Situation. Es kann doch nicht sein, dass nach so langer Zeit, nach 2000 Jahren, die Metaphysik sich immer noch auf diesem Kampfplatz tummelt und die Dinge gar nicht entschieden sind. Das ist also zu diesen Opposition oder Antinomien, wie Kant sagen würde, kommt. Also das sollte uns stutzig machen, zumindest stutzig machen. Ihn hatte stutzig gemacht und er ruft dann dazu auf, wie in der Mathematik und auch Physik, eine Revolution oder Umänderung der Denkart durchzuführen. Also die Philosophie soll sich zumindest grundsätzlich mal orientieren am Wissenschaftsideal der Logik, Mathematik, Physik respektive Naturwissenschaft, ohne dass Kant deren Methoden sozusagen direkt übernehmen würde, sondern so aus grundsätzlichen Gründen, um dann zu versuchen, dieses Kampfplatzgetümmel sozusagen zu vermeiden oder zu überwinden. Und genau das macht Kant mit dieser berühmt-berüchtigten, so ist ja auch der heutige Vortrag betitelt, die kopernikanische Wende, manchmal auch kopernikanische Revolution genannt, obwohl Kant das wörtlich gar nicht so sagt, aber ja, der Sache nach trifft das irgendwie zu. Revolution, Umänderung der Denkart, was meint Kant? Er sagt, also wenn wir uns überlegen, dass der Erkenntnisanspruch der Metaphysik ja ist, Erkenntnis a priori aus reiner Vernunft zu generieren. Ja, wir können viele Dinge wissen, aber einige von diesen Dingen wissen wir a priori und das aus reiner Vernunft, nicht mithilfe von sinnlicher Wahrnehmung. Unter welcher Bedingung ist denn das eigentlich möglich? Und er schlägt dann vor zu unterscheiden, erstens das Modell der Objektabhängigkeit der Erkenntnis. Die Erkenntnis richtet sich nach den Gegenständen. Diejenigen, die mit Thomas von Aquin vertraut sind, ne, das ist so ein Klassiker der Philosophie, das wäre jetzt ein Beispiel. Und das ist auch irgendwie intuitiv plausibel. Wir denken, naja, so ist es doch eigentlich. Ne? Irgendwie letztendlich richtet sich unser Erkenntnisvermögen doch nach den Gegenständen, die wir erkennen wollen. Das Alternativmodell, das Kant ins Spiel bringt, ist aber das Modell der Erkenntnisabhängigkeit der Gegenstände. Das heißt also, die Gegenstände richten sich nach der Erkenntnis. Und das sieht doch einigermaßen unplausibel aus, zunächst mal, oder zumindest nicht so leicht verständlich. Aber das ist dasjenige Modell, von dem Kant sagt, das muss eigentlich der Metaphysik als Wissenschaft ja zugrunde liegen, wenn es möglich sein soll, dass es Erkenntnis a priori gibt. Ne? Denn wenn alle Erkenntnis immer nur dadurch zustande kommt, dass sie sich nach den Gegenständen richtet, dann kann alles, was ich erkennen kann, immer nur sozusagen empirisch sein und nicht a priori. Soll es also Metaphysik überhaupt geben können, dann nur unter der Voraussetzung dieses zweiten Modells, ne? Dass sich die Gegenstände nämlich nach der Erkenntnis richten. Dazu könnte man jetzt ganz viel sagen, das ist ein wirklich komplizierter Sachverhalt, weil Kant das natürlich nicht im unmittelbaren Sinne wörtlich meint, sondern er bezieht sich dabei auf die Grundidee, dass das den Prinzipien nach so ist. Ne? Sozusagen nicht jede einzelne Erkenntnis, wenn ich morgens die Augen aufschlage, dass ich das Erste, was ich sehe, sozusagen die Gegenstände richten sich bereits nach meiner Erkenntnis, sondern es ist natürlich klar, dass der sinnliche Input davon nicht betroffen ist. Aber was Kant eben sagen würde, betrachten wir mal die Bedingungen der Möglichkeit in einem komplett formalen Sinne von Gegenständen, die wir wahrnehmen, dann können wir zum Beispiel sagen, dazu komme ich gleich noch kurz, dass diejenigen Gegenstände, die wir
sinnlich wahrnehmen können, können immer nur räumlich-zeitliche Gegenstände sein. Ja, das wäre so ein Prinzip, dass, wo die Erkenntnis den Gegenständen etwas vorschreibt, ne, in einem metaphorischen Sinne. Dasjenige Projekt, das Kant dann spezifiziert, mit dem das durchgeführt werden soll, also das Projekt der Erkenntnisabhängigkeit der Gegenstände, das ist jetzt meine Wortwahl, ist, was er Transzendentalphilosophie nennt. Dieser komplizierte Begriff der Transzendentalphilosophie, und das ist eigentlich das, worum es ihn jetzt hauptsächlich geht. Der Begriff Transzendental, ja, da kann man natürlich auch einiges zu sagen, aber ich habe jetzt mal diese zentrale Stelle Ihnen hier zitiert, wo Kant eine Definition gibt, dessen, was transzendental heißt, nämlich transzendentale Erkenntnis sei diejenige Erkenntnis, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, beschäftigt. Kompliziert, klar, das müssen wir auch gar nicht jetzt auseinanderlegen, sondern ich werde versuchen, das Ihnen an Beispielen auch ein bisschen zu erläutern. Aber damit Sie mal sehen, womit sich Philosophieprofessoren auch so beschäftigen, einige haben herausgefunden, dass das nicht sowohl eine dialektische Eigenart des Preußischen ist. Ja? Ich kann das nicht beurteilen, da müsste man Sprachhistoriker, Sprachforscher fragen, aber weil es sich so komisch anhört. Ne? Und es ist auch untypisch fürs 18. Jahrhundert offenbar, sowohl mit Gegenständen, ja, sondern mit unserer Erkenntnis hat. Also dieses sowohl, nicht sowohl als auch, sondern sowohl und dann das Sondern ist offenbar irgendwie ein Idiom des Preußischen, was in Königsberg gesprochen wurde. Nur so als Randbemerkung, die dann helfen soll, natürlich diesen Satz besser zu verstehen. Also es geht, so kann man das vielleicht auch etwas vereinfachend sagen, es geht um eine Untersuchung der Bedingungen a priori der Möglichkeit von Erkenntnis. Kant sagt, das ist das, was wir jetzt erstmal durchführen müssen, bevor wir die Frage beantworten können, was kann ich wissen und insbesondere ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Ja? Ist Metaphysik wirklich eine Wissenschaft, wie Mathematik, Logik und Physik? Also, wir müssen die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis untersuchen, aber nicht einfach irgendwelche, alle, sondern natürlich nur die a priorischen Bedingungen. Und dabei insbesondere im Hinblick auf die Metaphysik. Wie macht man das? Ja, und jetzt trete ich ein so ein bisschen in den systematischen Aufbau der Kritik der reinen Vernunft. Ich habe das simplifiziert, zusammengefasst, klar, weil das dem Anlass entsprechend hier sonst auch keinen Sinn macht, Ihnen irgendwelche Einzelbeweise vorzuführen. Aber das ist weiterhin unser Problem hier, der Anspruch der Metaphysik auf Erweiterung unserer Erkenntnis, und zwar a priori. Ja, es gibt philosophische Systeme, Leibniz, die behaupten, ja, ich kann euch die Existenz Gottes beweisen, unabhängig von Erfahrung. Descartes sagt das genauso. Ja, unabhängig von sinnlicher Wahrnehmung, ist sowas möglich? Das ist die Leitfrage weiterhin. Also ist es möglich, unser Wissen über die Welt unabhängig von Erfahrung zu erweitern? Ja, können wir etwas wissen, unabhängig von sinnlicher Wahrnehmung, a priori? So, jetzt wird es kompliziert, deswegen Achtung, das ist etwas, das unabdingbar ist in Kants Argumentationsgang oder im Gesamtaufriss. Kant sagt, wir müssen, das haben andere Philosophen oder kein Philosoph bisher gemacht, wir müssen nämlich zwei Urteilsarten unterscheiden. Und zwar sagt er erstens die analytischen Urteile und das sind Erläuterungsurteile. Urteile können sagen, merkwürdige Ausdrucksweise vielleicht, hat nichts mit dem Rechtswesen zu tun, sondern sie können auch sagen Sätze, ja, Aussagen. Kant würde das ein bisschen einschränken, aber analytische oder Erläuterungsurteile und das andere sind synthetische oder Erweiterungsurteile. Worum handelt es sich dabei? Das ist jetzt wirklich zentral für Kant. Er sagt, naja, es gibt eben solche Aussagen, in denen wir im Grunde nur erläutern, was wir schon wissen. So ein klassisches Beispiel, das Kant gibt, ist, alle Körper sind ausgedehnt. So eine Aussage, wenn wir uns die angucken, bedeutet, es gibt einen Subjektbegriff,
alle Körper und einen Prädikatbegriff ausdehnen und die werden in so einem Urteil aufeinander bezogen, also das eine vom anderen ausgesagt. Was ist ein analytisches Urteil, weil wir im Grunde nur den Begriff des Körpers analysieren, ne? Auseinandernehmen und dann finden wir, ja klar, ne? Der Begriff der Ausdehnung gehört ja zum Begriff des Körpers. Ein anderes Beispiel, das heutzutage in dem Kontext diskutiert wird, alle jungen Gesellen sind unverheiratet. Ne? Klar, das ist eine Tautologie, Kant sagt das sogar auch zu diesen analytischen Urteilen, das sind tautologische Urteile. Ja, und warum ist das ein tautologisches oder eben ein analytisches Urteil? Ja, weil wir nämlich natürlich alle wissen, wenn wir sagen, es handelt sich um einen Junggesellen, ja, dass dieser Junggeselle einfach ein unverheirateter Mann ist. Klar, das sind analytische Urteile. Dann gibt es synthetische Urteile, die Kant als Erweiterungsurteile bezeichnet. Das sind eigentlich die Urteile, denen wir es im Alltagsleben hauptsächlich zu tun haben. Ne? Das Licht ist angeschaltet, in diesem Raum befinden sich, weiß ich nicht, 40 Personen vielleicht. Das sind Urteile, in denen wir aufgrund von Wahrnehmung Begriffe kombinieren. Ja? In diesem Raum befinden sich, und dann kommt die Information, so und so viele Personen. Wenn wir so ein Urteil, so eine Aussage haben, wird unser Informationsgehalt, unser Wissen wird erweitert. Aufgrund von sinnlicher Wahrnehmung. Ich zeige Ihnen nur ganz kurz so eine Matrix hier, wie Kant das anlegt. Ja, es gibt eben diese analytischen Urteile, die sind klar wichtig, aber das ist gar nicht das, worum es der Metaphysik geht, weil die erweitern unser Wissen ja gar nicht. Wenn Sie sagen, pass mal auf, ich kenne einen Junggesellen und jetzt kommt, der ist unverheiratet, dann sagen Sie wahrscheinlich, was soll das, das weiß ich doch. Wenn das ein Junggeselle ist, dann weiß ich doch, dass er unverheiratet ist. Das ist doch keine irgendwie besondere Information, die ich hier erhalte. Also das ist nichts, worum es Kant letztendlich geht hier. Für ihn sind vielmehr diese Erweiterungsurteile entscheidend. Ja, ist es möglich, dass wir unser Wissen erweitern aufgrund von sinnlicher Wahrnehmung? Ja, natürlich. Das passiert jetzt hier gerade. Ich hoffe, ich kann Ihnen irgendwas vermitteln zu Kant. Ne? Und das ist ja auch nichts anderes als Sie nehmen das auf, versuchen das zu verstehen, das ist Erweiterung ihres Wissens aufgrund von sinnlicher Wahrnehmung. Ja? Aber das eigentliche schwierige Problem ist das hier, diese synthetischen Urteile a priori. Also können wir unser Wissen erweitern, unabhängig von Erfahrung? Ist das möglich überhaupt? Ja, und ich hatte schon gesagt, Kants Antwort ist natürlich nein, das ist nicht möglich. Warum nicht? Nochmal, der Anspruch der Metaphysik auf Erweiterung unserer Erkenntnis a priori. Die systematische Ausgangsfrage, einfach nur anders gestellt, so wie Kant das eben in der Kritik der reinen Vernunft tatsächlich in scheinbar komplizierter Weise formuliert ist. Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Wie ist es möglich, dass wir unser Wissen unabhängig von sinnlicher Wahrnehmung erweitern können? Wenn es die Metaphysik als Wissenschaft geben soll, können soll, muss sie diese Frage hier beantworten. Wenn sie das nicht kann, kann sie keine Wissenschaft sein. Also, was rechtfertigt, das ist nur eine andere Formulierung, was rechtfertigt die a priorische Verbindung von Subjektbegriff und Prädikatbegriff in solchen Urteilen? Zum Beispiel, alle Seelen sind unsterblich. Viele Philosophen sind der Auffassung gewesen, heute nicht mehr so viele, aber zu Kants Zeit war das eben so, alle Seelen sind unsterblich. Da haben Sie den Subjektbegriff alle Seelen, der ist verbunden mit dem Prädikat Unsterblichkeit. Alle Seelen sind unsterblich. Warum soll es sich dabei um ein wahres Urteil handeln? Ja, weil sozusagen ja die Unsterblichkeit steckt doch in dem Seelenbegriff schon drin. Und Kant sagt, nein, das ist doch gar nicht so. Warum ist das nicht so? Ja, weil wir können doch den Gedanken fassen, ohne uns zu widersprechen, dass es auch sterbliche Seelen gibt. Widerspricht sich doch nicht. Es gibt Seelen, aber die können sterblich sein. Ja? Gott hat sie geschaffen, aber ne, er lässt sie sterben. Das ist nicht die Standardauffassung, aber es gibt es durchaus auch in der Philosophie. Ne? Aristoteles ist so ein Fall, zumindest was ein Seelenteil angeht. Also alle Seelen sind unsterblich, ist so ein klassischer Fall einer metaphysischen Aussage. Also was macht man jetzt, um das zu lösen, irgendwie eine Antwort auf diese Frage zu finden?
Kant sagt, ja, folgendes. Und das sind drei Schritte, die ich jetzt unterscheide, ganz grob, und so langsam kommen wir dann bald auch zum Ende. Also drei Schritte, die wir unternehmen müssen, um diese Frage zu beantworten. Das erste ist, wir müssen zunächst mal gucken, was sind denn die Quellen der Erkenntnis, über die wir überhaupt verfügen. Also, was sind die Quellen der Erkenntnis? Kants Antwort, es gibt zwei Quellen der Erkenntnis. Und das ist radikal neu. Sie denken, nee, das ist doch selbstverständlich. Nee, ist aber nicht selbstverständlich, weil die meisten Philosophen seiner Zeit, die Rationalisten, eigentlich davon ausgegangen sind, dass es eine Quelle der Erkenntnis gibt, die wesentliche, nämlich das Vorstellungsvermögen, das einfach sinnliche Vorstellungen haben kann als verworrene Vorstellungen und klare Vorstellungen, nämlich wenn man sozusagen eine ganz scharfe Begriffsanalyse durchführt und somit also sozusagen alles auch rational erfassen kann, sofern man nach bestimmten Prinzipien zu ganz klaren Begriffen der Dinge kommt. Zum Beispiel einen ganz klaren Begriff der Seele fasst oder einen ganz klaren Begriff des göttlichen Wesens. Ja, dann kann man solche Erkenntnisse haben, aber alles auf der Grundlage eines einzigen Erkenntnisvermögens. Und Kant sagt, das ist eben nicht so. Wir müssen Sinnlichkeit als eigenständiges Erkenntnisvermögen vom Verstand als ein ebenfalls eigenständiges Erkenntnisvermögen unterscheiden. Und warum ist das jetzt wichtig? Der entscheidende Punkt ist dieser. Erkenntnis ist nur möglich durch die Kooperation von Sinnlichkeit und Verstand. Leibniz hätte das nie so formuliert oder auch Descartes nicht. Descartes hätte gesagt, wir müssen nur unsere Begriffe klar machen. Wenn wir einen klaren Begriff des Wesens Gottes haben, dann können wir die Existenz Gottes erkennen. Wenn wir einen klaren Begriff unserer Seele oder der Seele haben, dann wissen wir, dass eine Seele unsterblich ist. Aber Kant kritisiert eben diese Behauptung dahingehend, dass er sagt, ja, aber es gibt nicht eine Erkenntnisquelle, sondern zwei, und Erkenntnis ist nur möglich durch die Kooperation beider. Also wir brauchen immer sozusagen einen sinnlichen Anteil. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann wirklich zu zeigen, im Einzelnen, was diese beiden Quellen auszeichnet. Nur ganz kurz, er beginnt mit der Sinnlichkeit in der sogenannten transzendentalen Ästhetik, hat nichts mit Kunst oder so zu tun, sondern Ästhetik im Sinne wirklich von Wahrnehmungslehre. Sagt dann, naja, Raum und Zeit, das ist das, worum es hierbei geht. Raum und Zeit sind keine irgendwie gearteten, wie bei Newton, Behälter oder Prädikate von Gegenständen, sondern sind nichts anderes als Formen der sinnlichen Anschauung. Ich gehe nicht weiter ein auf die Details, sondern benenne das. Ich kann gerne mehr dazu sagen, vielleicht in der Diskussion. Das zeigt er anhand wirklich scharfsinniger Raum- und Zeitargumente, die auch beinhalten, dass Raum und Zeit eben Anschauungen sind und keine Begriffe. Das sage ich jetzt so, ohne es weiter zu erläutern. Und sie sind eben notwendige Bedingungen, notwendige formale Bedingungen, Kant sagt auch transzendentale Bedingungen für sinnliche Erkenntnis. Heißt nichts anderes, egal was wir wahrnehmen, wenn wir etwas wahrnehmen, ist das, was wir wahrnehmen, immer räumlich zeitlich. Es gibt nichts, was wir sinnlich wahrnehmen können, das nicht räumlich zeitlich ist. Auf der Grundlage der Physik seiner Zeit natürlich. Das Gleiche macht er hinsichtlich der zweiten Quelle der Erkenntnis, nämlich des Verstandes. Der Teil heißt transzendentale Analytik. Da geht es eben dann nicht um Raum und Zeit als Formen, sondern hier um Begriffe, nämlich um Begriffe a priori. Die sogenannten Kategorien, ja, und das sind nicht Formen des Anschauens, sondern Formen des Denkens. Das heißt, Begriffe a priori, gemäß denen der spontane Verstand Verbindungen von mannigfaltigem herstellt. Das können Sie einklammern, da muss ich auch nicht weiter darauf eingehen, kann ich in der Diskussion vielleicht was zu sagen, aber Sie haben eben auf der einen Seite Sinnlichkeit, Raum und Zeit sind die Formen der Sinnlichkeit, auf der anderen Seite Verstand, Begriffe sind die Formen a priori des Denkens, also notwendige formale Bedingungen der Erkenntnis
durch Begriffen. Aber jetzt könnten Sie sagen, ja, aber ich kann doch durch Begriffe, indem ich sauber argumentiere, zum Beispiel begrifflich korrekt vorgehe, nach bestimmten Methoden schon Erkenntnis halten. Ich kann sagen, nein, eben nicht, weil Erkenntnis nur möglich ist aufgrund der Kooperation von Sinnlichkeit und Verstand. Also es ist gar nicht möglich, hier schon mal eine Erkenntnis nur auf der Grundlage von begrifflicher Reflexion zu erhalten, wie das die klassische Metaphysik ja macht. Wir müssen immer die sinnliche Komponente sozusagen hineinbauen. Und was heißt das jetzt? Ja, es muss gezeigt werden, unter welchen Bedingungen eben diese Begriffe a priori des Verstandes überhaupt objektiv gültig sind. Denn Sie könnten immer noch sagen, ja, aber das ist doch alles so kohärent und klar argumentiert bei Leibniz oder bei Descartes auch, wenn er uns den Beweis, also den ontologischen Gottesbeweis vorführt oder auch den egologischen Gottesbeweis, das ist doch alles hieb- und stichfest begrifflich. Ja, aber Kant würde darauf hinweisen, ja, aber das ist alles durchgeführt begrifflich, unabhängig von der sinnlichen, dem Bezug auf die Sinnlichkeit als zweite Erkenntnisquelle, den wir aber brauchen, um überhaupt Objektivität von Argumenten und Beweisen sicherstellen zu können. Also, das heißt, es muss gezeigt werden, unter welchen Bedingungen eben diese Begriffe des Verstandes objektiv gültig sind. Und das heißt, sich tatsächlich wirklich auf Gegenstände, wirklich von der Welt handeln. Und keine reinen Fantasiegebilde sind. Das vielleicht Schwierigste, würden einige sagen, Theoriestück der philosophischen Weltliteratur ist dann das hier, die transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, wo Kant diesen Beweis antritt. Damit werde ich Sie jetzt hier nicht behelligen wollen natürlich. Aber ich wollte zumindest den Titel mal, weil der sich auch so toll anhört, natürlich transzendentale Deduktion. Das ist ein anderer Begriff, das würde ich vielleicht doch noch sagen. Deduktion ist nicht irgendwie eine Ableitung, sondern das auch aus dem juridischen Sprachgebrauch seiner Zeit. Deduktion heißt nämlich im 18. Jahrhundert in dem Kontext nichts anderes als Rechtfertigung eines Besitzanspruchs. Anwälte sind zu Gericht gegangen, um sozusagen ein Grundstück zu deduzieren, also den Rechtsanspruch. Das macht Kant auch. Haben wir ein Recht, diese Begriffe zu besitzen? Und Kant sagt, ja, aber nur, wenn sie sich auf Sinnliches beziehen. Also das Ergebnis ist, Kategorien haben nur dann objektive Gültigkeit, wenn sie sich auf Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung beziehen. Also wir wissen nur dann etwas, wenn sich diese Aussagen, die wir sozusagen generieren, auf Gegenstände beziehen, die Gegenstände einer uns möglichen, nämlich sinnlichen Erfahrung sind. Ob sie sich direkt oder indirekt darauf beziehen, ist nebensächlich. Aber das muss gewährleistet sein. Ansonsten befinden wir uns in einem ungesicherten Raum metaphysischer Spekulation. Also, Erkenntnis ist damit natürlich restringiert auf genau diesen Bereich. Erkenntnis von metaphysischen Gegenständen, die eben nicht Gegenstände einer uns möglichen Erkenntnis, nämlich Erfahrung sein können, können wir nicht haben. Deswegen nochmal dieses Beispiel, es gibt ausgedehnte Substanzen. Ja, das ist so ein Beispiel, das kann bringen, das diskutiert wurde, dass Leibniz, Descartes und auch andere, das muss hier unausgedehnte natürlich heißen, unausgedehnte. Es gibt unausgedehnte Substanzen, die einfach und unsterblich und so weiter sind. Und Kant würde sagen, ja, Leibniz oder Descartes, ihr habt sehr schöne Beweise geführt, die auch ganz stichhaltig sind, so im argumentativen Aufbau, aber was ihr eben nicht bedacht habt, ist, dass etwas Unausgedehntes kann gar nicht Gegenstand einer uns möglichen Erkenntnis sein. Deswegen kann man einen solchen Beweis auch begriffen auch gar nicht führen. Und der dritte Gegenschritt, und dann bin ich am Ende, mit der Präsentation hier, ist sozusagen die wissenschaftliche Gegenprobe. Wie Sie das in gewisser Weise auch in den Wissenschaften, also Naturwissenschaften haben, man macht die Gegenprobe, der Beweis, dann kommt die Gegenprobe und überprüft, ob dasjenige, was man zunächst mal behauptet hat, sich auch bestätigen lässt. In gewisser Weise macht Kant das eben auch in der transzendentalen Dialektik. Also was, wenn wir die transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, die Kant eben
aufgezeigt hat, nicht beachten, ja, dann haben wir natürlich den Anspruch auf Erkenntnis nicht erfüllt. Dann haben wir es zu tun mit Scheinerkenntnissen und diejenige Wissenschaft, wenn man so möchte, die eine solche Scheinlehre ist, ist die transzendentale Dialektik. Und Kant führt das durch, nicht nur so im Allgemeinen, sondern sehr detailliert an drei paradigmatischen Begriffen der klassischen Metaphysik in den sogenannten Paralogismen anhand der Seele. Ja, er geht nämlich im Einzelnen die Beweise durch und zeigt im Detail, und das ist eben das große Verdienst Kants, wo die Beweisfehler liegen, an welchen Stellen sich eben die Beweise nicht auf Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung beziehen. Er zeigt das in den berühmten Antinomien, der Frage nämlich, ob das räumlich Ausgedehnte, wie diese Fernbedienung, aus einfachen, unteilbaren Teilen zusammengesetzt ist oder ins Unendliche teilbar ist. Ja, darüber haben Philosophen sozusagen entgegengesetzte, gleich gute Beweise geführt, was eigentlich nicht sein kann. Entweder bestehen sie aus einfachen Teilen oder sie bestehen nicht aus einfachen Teilen. Ja, und Kant zeigt auch hier, wo der Argumentationsfehler liegt. Und das Dritte, die Gottesbeweise. Ja, ontologischer, kosmologischer, physiotheologischer Gottesbeweis, das ist Kants Einführung. Ja, Kant hat den Begriff ontologischer, kosmologischer und physikotheologischer Gottesbeweis eingeführt, diese Systematisierung. Und er zeigt auch hier in allen drei Fällen, hier ist der Beweisfehler. Man kann die Existenz eines höchsten Wesens nicht beweisen. Die Gegenprobe verläuft positiv, würde Kant sagen. Ich habe meinen Job getan. Ich habe gezeigt, dass Erkenntnis restringiert ist. Das ist sein Anspruch. Ich habe damit gezeigt, erstens, dass Erkenntnis nur möglich ist durch die Kooperation von Sinnlichkeit und Verstand. Aus reiner Begriffs sozusagen Analyse können wir nichts über die Welt erfahren. Gar nichts. Egal ob über empirische Gegenstände oder über metaphysische Objekte wie Gott, Seele und Welt. Zweitens, Erkenntnis ist nur möglich von Erscheinungen, das heißt Gegenständen einer uns möglichen Erfahrung. Hier ist sofort natürlich ein Kritikpunkt, ja, wie Erscheinungen. Was sind das denn für Erscheinungen? Erscheinungen von irgendwelchen Dingen, die wir nicht sehen? Klar, das ist alles nicht unproblematisch. Ich idealisiere das natürlich hier so schön und Kritiker würden mir natürlich sofort die Probleme sozusagen vorhalten, die Kant hat, ne? Klar, unbenommen. Und das ist so ein Problem, Erscheinungen. Metaphysik ist nicht möglich als Wissenschaft. Das ist eigentlich Common Sense heutzutage auch. Ne? Und das bedeutet eben wirklich die Innovation der Kritik der reinen Vernunft, die, von der das ausgeht, diese Bewegung, Metaphysik ist nicht möglich als Wissenschaft. Kein Philosoph würde eigentlich, ich sollte nicht sagen kein, aber sehr, 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 sehr viele Philosophen würden diese Behauptung eben nicht mehr aufstellen wollen, dass Metaphysik eine Wissenschaft ist. Metaphysik bleibt aber möglich bei Kant als spekulatives Gedankengebäude über Dinge an sich. Dinge an sich wie Gott, Seele und Welt. Das ist keine Unsinnspoesie, sondern ist eben etwas, worüber man sich im praktisch-moralischen Sinne Gedanken machen kann. Und das gilt insbesondere für die drei transzendentalen Ideen. Und damit bin ich fertig. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Ja, und jetzt kann man sich immer noch fragen, ja, handelt es sich wirklich um den Alleszermalmer, wie man gesagt hat, der Kant, der alles zermalmt hat? Das ist genau das, was Mendelssohn meinte. Kant hat alles zerstört. Der hat 2000 Jahre mit der Physikgeschichte null und nichtig gemacht, wenn er recht hat. Ja. Die Frage ist natürlich, ist dem so? Und das ist vielleicht etwas, wozu Sie, wenn ich Sie jetzt nicht völlig in Verwirrung gebracht habe, mir gerne Fragen stellen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.